Manchen geht das Thema Digitalisierung so ein bisschen an die Nerven und anderen geht es richtig unter die Haut. Wie es sich lebt mit einem implantierten Chip im Körper auf dem halben Weg zum Cyborg, darüber sprechen wir heute in der Zukunftsvisite. Und wir sprechen darüber, was Elektroroller beitragen können zu einer nachhaltigen Verkehrswende. Zugelassen sind sie tatsächlich erst seit Sommer 2019. Aber ich glaube, wir alle haben das Gefühl, dass sie sehr schnell die Innenstädte erobert haben, die E-Tretroller. Und die sorgen immer wieder für Kontroverse. Für die einen sind die manchmal wirklich sehr abenteuerlich geparkten Tretroller ein Grund zum Ärgernis und für die anderen eben eine ganz tolle Möglichkeit, mobil zu sein, um vielleicht zum nächsten Treffen zu kommen oder zur nächsten S-Bahn. Die Hoffnung vieler ist, dass die E-Scooter Autos in der City überflüssig machen können und dann so das Klima schonen. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir heute mit der Nachhaltigkeitsexpertin des Verleihers TIER, mit Eileen Huang. Herzlich willkommen, Frau Huang. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön dabei zu sein. Und wir beide sprechen auch gleich zusammen. Vorher gebe ich aber erstmal zu meinem Kollegen und Experten, zu Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Lieber Jochen, hallo. Hallo, liebe Fanny, hallo alle zusammen. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen direkt aus der Universitätsmedizin Essen. Mein Gast heute, Dr. Patrick Kramer. Er ist Experte für die digitale Aufrüstung des menschlichen Körpers und trägt selbst einen Computerchip unter der Haut, oder ich glaube, es sind sogar mehrere, um zum Beispiel seine Haustür ganz ohne Schlüssel öffnen zu können. Der Unternehmensberater experimentiert zudem mit Nahrungsergänzungsmitteln. Damit will er leistungsfähiger und natürlich auch gesünder werden. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ich kenne Patrick so seit 2, 3 Jahren. Das ist jedes Mal ein Erlebnis. Und deswegen gleich zu dir, lieber Patrick. Nachhaltige Gesundheit ist ja in erster Linie erst gar nicht krank werden. Das ist eigentlich auch das Ziel der Biohacker. Aber was genau ist eigentlich Biohacker bzw. Biohacking? Ja, auch nochmal einen guten Moin von meiner Seite. Du hast es angesprochen, ich bin Biohacker bzw. Bodyhacker. Darunter versteht man eigentlich so einen Do-it-yourself-Ansatz, um ein gewisses biologisches Ziel zu erreichen. Wir kennen das klassische Hacking eigentlich ja so von diesem, ne, Computer-Nerd, der so mit Kapuze vom Rechner sitzt und Webseiten hacken will. Aber eigentlich hat er auch nur ein Ziel und dieses versucht er mit unorthodoxen Methoden zu erreichen. Und genauso kann man sich eigentlich einen Hack vorstellen. Ein Hack ist grundsätzlich etwas Positives. Also die ersten Menschen, die, sag ich mal, ihr Fleisch oder ihr Essen plötzlich gekocht haben, am Feuer gebraten haben, das waren vielleicht Hacker. Und irgendwann wird dann aus einem Hack sowas Mainstream-artiges und geht dann so in die Gesellschaft über. Und ein Biohacker versucht eben die eigene Biologie mit ja, moderner Technik, aber auch mit bewährter Biologie zu optimieren. Also es gibt so ein schönes Bild der Schamane mit Smartwatch. Ja, also in diesem Bereich bewegen wir uns und das Ziel der Biohacker ist es eben, ja, wie du sagst, es auf der einen Seite erst gar nicht krank zu werden, also die nachhaltige Gesundheit zu fördern. Das machen wir über Schlafansätze, Meditation, Ernährung, Sport. Aber es gibt eben auch andere Felder im Biohacking und die werden sehr oft ja eigentlich vergessen, wenn man über das Thema spricht. 3D-Bioprinting, ja, organische Materie aus dem Drucker, das dürfte ja in der Klinik mehr und mehr ein Zukunftsthema sein. Und wenn das jetzt für verunfallte Personen vielleicht für Haut oder Organe genutzt werden kann, warum denn nicht irgendwann auch für gesunde Personen? Ich hätte gern ein drittes Ohr, eine zweite Nase und so weiter und so fort. Damit wird experimentiert. Dann haben wir natürlich das sehr spannende und umstrittene Thema DNA-Hacking. Ob es jetzt am eigenen Körper ist, wie einige Biohacker das tun,
aber auch eben in der, ja, in der, ich sag mal, Geburtenkontrolle, also im Embryonalstadium, in den Eizellen und so weiter, äußerst kontrovers. Es ist auch eine Art Hacking der Biologie, wird vor allem im Moment in der Hundezucht zum Beispiel genutzt, also gar nicht so sehr am Menschen. Ich glaube, da geht viel durch die Presse, was nicht stimmt, aber sehr in der Hundezucht. Und last but not least haben wir eben auch das Thema Hacken des Körpers mit Technik, die nicht auf der Haut, sondern unter der Haut getragen werden. Das heißt, Thema Digitalisierung, wörtlich genommen, den Menschen über Implantate quasi subdermal erste Hautschicht aufrüsten aus nicht medizinischen Gründen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ein Herzschrittmacher oder so, das kennen wir ja. Aber hier ist es eben, wir haben keine medizinische Indikation. Es geht nicht darum, eine Krankheit zu bekämpfen, sondern es geht darum, das Leben vielleicht angenehmer zu machen, optimierter zu machen und letztendlich mit der digitalen Umwelt zu verschmelzen. Das sind alles so Aspekte im Biohacking und ich glaube, da gibt es noch mehr, wo wir einfach schauen, wie kann ich besser mit meiner Umwelt leben, wie kann ich nachhaltiger leben, was kann ich eben tun, um erst gar nicht krank zu werden, beziehungsweise auch an vielen Stellen vielleicht auch Ressourcen sparen. Das ist ja ein ganz großes Feld, das du gerade da umspannt hast. Du hast die Implantate angesprochen. Du hast, glaube ich, selbst mehrere Implantate im Körper. Was ziehst du für Informationen daraus? Also man darf sich ein Implantat heutzutage nicht vorstellen wie eine Art Fitness-Tracker oder sowas. Ganz kurz ein kleiner Ausflug in die technische Welt. Wir kennen das zum Beispiel im Blutzuckermessgerät, was ich auf der Haut ja trage, mit einem Sensor, der in die Haut geht. Das ist deshalb nicht unter der Haut, weil ich ja hier immer eine Stromquelle brauche. Also aktive Technik muss immer etwas messen. Im Bodyhacking, was wir heutzutage betreiben, geht es eben darum, passive Technik. Das heißt, Technik, die keine eigene Batterie hat, weil ehrlich gesagt, keiner von uns möchte irgendeine toxische Batterie unter der Haut haben. Sondern passive Technik unter der Haut und die misst jetzt nicht aktiv irgendwas, was ich mit was anderem sowieso messen kann, sondern hier geht es in erster Linie darum, mein Leben, was ja ohnehin schon relativ digital ist, zu entspannen, zu vereinfachen. Wir kennen das alle, jeder von uns, wenn wir das Haus verlassen, geht mit dem Portemonnaie aus dem Haus, mit dem Haustürschlüssel und mit dem Handy. Ja, das machen wir alle, das ist der moderne Mensch. Und der Biohacker denkt sich jetzt, wenn ich das eh alles brauche, ist es dann nicht vielleicht sogar sinnvoll, mal darüber nachzudenken, ob ich das nicht weglassen kann, aber trotzdem die Technik unsichtbar unter der Haut tragen kann. Stichwort Haustürschlüssel hast du genannt. Ich trage meinen Haustürschlüssel immer bei mir, egal wo ich bin. Selbst wenn ich irgendwo am Strand liege, mein Haustürschlüssel ist bei mir. Das entspannt mich, das beruhigt mich. Es gibt aber auch Menschen, zum Beispiel mit diversen Krankheiten, zum Beispiel eine blinde Person, die braucht plötzlich nicht mehr nach dem Schlüssel suchen oder mit anderen, ja, Temo oder sowas zittert, kriegt keinen Schlüssel rein und so weiter. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ich hatte mal eine Kundin, die war 13 Jahre alt, ein Mädchen, die hat ein Implantat in den Fuß gekriegt, weil sie ist ohne Arme geboren worden. Also was für den gesunden, in Anführungsstrichen, Menschen so ein bisschen skurril klingt, kann vielleicht jemanden mit einem anderen Grund ein ganz anderes ein Stück Lebensqualität bedeuten. Und der andere Aspekt ist eben, denk mal an dein Portemonnaie. Das ist natürlich hoffentlich voller Bargeld, aber es ist wahrscheinlich auch voller Plastik, Plastikkarten. Ich kenne im Moment keine Studie, die sagt, wie viele Plastikkarten das gibt. Aber ich habe selbst mal hochgerechnet und ich komme auf ungefähr 60 Milliarden Plastikkarten, die im Umlauf sind. Allein von der einen Firma gibt es 1,2 Milliarden und es gibt diverse Unternehmen, die Plastikkarten produzieren. Also das Ziel ist es, nicht mehr mein Portemonnaie mit dem ganzen Plastik zu brauchen und die Funktion aber trotzdem im Körper zu haben. Darüber hinaus gibt es mehr und mehr Aspekte, wie das Bezahlen jetzt mit Mikrochip-Implantat. Ich brauche eben kein Portemonnaie mehr, aber auch Cyber-Security-Aspekte. Das heißt, es gibt mittlerweile neue Implantate, die es mir erlauben, nicht mehr gehackt werden zu können, indem ich selber mich quasi verschlüssel, keine Daten mehr irgendwo eingebe, sondern das über Implantate zu machen. Der Weg ist noch lang und wir sind da ganz am Anfang, aber es ist unglaublich spannend und es macht unfassbar viel Spaß,
ein Teil dieser Bewegung zu sein. Ich habe noch eine Frage. Ich kann mich ja am liebsten Stunden mit dir unterhalten. Ich erinnere mich sehr gut, wie wir eines Abends mal zusammensaßen und über Langlebigkeit gesprochen haben. Mhm. Und das ist ja auch gerade in den USA so ein, ja, vielleicht schon sogar Hype, Longevity. Wie denkst du darüber? Ist das was, was in dein ganzes Konzept passt? Oder spricht man da eigentlich über Dinge, die quasi unerreichbar erscheinen? Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen trennen zwischen der allgemeinen Biohacking-Szene und was da so passiert und zwischen mir ganz persönlich. Ich meine, Fakt ist, wir Menschen werden immer älter. Also das durchschnittliche Sterbealter von den Menschen weltweit, das wird, wissen wir ja alle selber, wird halt immer älter. Und es gibt eben Prognosen, die sagen, dass unsere Kinder, die jetzt vielleicht 8, 9 Jahre alt werden, wenn die in das durchschnittliche Sterbealter kommen, dann ist das bei 117, 116, 118 Jahre alt. Und es gibt ja Menschen, die kommen ja heutzutage schon mal in diese Sphären hinein. Also es ist ja nicht etwas, was völlig unvorstellbar ist. Und wie gesagt, wir reden über das durchschnittliche Sterbealter, was immer älter wird. Und die Frage ist natürlich, A, wie können wir immer älter werden? Also jeder persönlich möchte natürlich möglichst alt werden, das unterstelle ich einfach mal, aber wir möchten dabei eben auch möglichst gesund alt werden und keinen Leidensweg haben. Und viele Biohacker gehen da eben sehr extrem an die Sache ran und geben unfassbar viel Geld aus für die neuesten Sachen, für alles, was irgendwo eine Art Zellalterung entgegenwirkt, zu unternehmen. Ich sehe das so ein bisschen kritisch. Also mein Ziel ist nicht unbedingt 130 Jahre alt zu werden. Das wäre natürlich sehr medienwirksam. Aber mein Ziel ist es eher, möglichst lange gesund zu altern. Und das finde ich sehr ambitioniert. Und aus dem Biohacking habe ich eben gelernt, also ich coache ja auch und ich habe immer wieder Menschen, die kommen mit einer Fülle von Themen bei mir an. Und ich weiß nicht, wie du das in deinem Alltag so hast in der Klinik, aber 90% der Antworten ist irgendwie immer mehr Bewegung. Mehr Bewegung, mehr Bewegung, mehr Bewegung. Weiß nicht. Also egal, was es ist, man kann fast sagen, zu wenig Bewegung. Und da versuche ich persönlich ganz stark entgegenzuwirken. Und das wird uns Menschen und vor allem unsere Kinder wird es sehr stark beschäftigen, wie das ist, wenn wir plötzlich wirklich deutlich an die Mitte 80, Mitte 90 Jahre alt im Durchschnitt werden. Na, ja, und Biohacker versuchen das eben aktiv heutzutage schon anzugehen. Lieber Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank. Mir hat auch der Schluss besonders gut gefallen, denn das wird oft vergessen. Die Menschen denken in irgendwelchen kleinen Korrekturmaßnahmen und hoffen damit, dann vielleicht eben 130 zu werden. Aber diese ganz banalen Dinge wie Ernährung und Bewegung, Blutdruckeinstellung etc., die sollte man tunlichst nicht vergessen dabei. Dir herzlichen Dank. Ich gebe zurück an Fanny und bin gespannt, wie es gleich weitergeht. Tschüss, Jochen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Es war wirklich ein extrem spannender Beitrag. Und eben auch immer genau, was Jochen, du gerade gesagt hast, ist eben die Mischung dazwischen, dass man auf das zurückgreift, was traditionell bewährt ist, nämlich gesunde Ernährung, Bewegung, all diese Dinge, aber eben dann verbunden mit den Innovationen, mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. Und Digitalisierung ist dann eben auch unser Stichwort, denn das braucht ja auch das Geschäft von Tier. Also ohne Digitalisierung könnten zum Beispiel die Juicer die E-Scooter gar nicht wiederfinden, die ja in den ganzen Städten und auch in vielen ausländischen Städten überall stehen. Damit will Tier auch einen Beitrag leisten für die Mobilitätswende und zum Klimaschutz. Aber die Frage ist eben, wie das gelingen kann. Und darüber sprechen wir jetzt mit der Nachhaltigkeitsexpertin von Tier. Nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Frau Huang. Und als erste Frage oder als erstes Statement erstmal, was das Umweltbundesamt gesagt hat. Zurzeit kein Gewinn für die Umwelt
und kein Beitrag zur Verkehrswende. So urteilte das Umweltbundesamt Ende letzten Jahres über E-Scooter. Der Hauptkritikpunkt, dass die Fahrten eben nicht Autofahrten ersetzen und deswegen die E-Roller umweltschonend sind, sondern viele auf E-Roller zurückgreifen, wenn sie eigentlich den Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen könnten. Was können Sie als Verleiher machen, um das Nutzungsverhalten der Kunden zu ändern? Ja, gute Frage. Und ich muss auch erstmal zugeben, dass es ein bisschen wehtut, so ein Urteil vom Umweltbundesamt zu bekommen, weil wir natürlich auch von unserer Mission so ausgerichtet sind, dass wir natürlich etwas zum Klimaschutz beitragen wollen. Wir glauben natürlich fest daran, dass E-Scooter das Potenzial haben, Städte zum Besseren zu verändern, dass Städte vor allem nach Möglichkeiten suchen, ihre Verkehrsnetze sicherer und umweltfreundlicher zu gestalten. Wie Sie bereits ja schon angedeutet haben, sind unsere E-Scooter vor allem ein idealer Ersatz für kurze Autofahrten in Städten, von denen es immer noch sehr viele gibt. Daher, wenn man Menschen dazu ermutigen kann, für diese kurzen Strecken saubere Verkehrsmittel wie E-Scooter oder auch E-Bikes, die wir mittlerweile im Sortiment haben, anstelle von Autos zu benutzen, können wir nicht nur CO2-Emissionen einsparen, sondern auch die Stadtzentren umgestalten, da dafür Parkplätze reservierter Platz frei wird, um einen sicheren und angenehmen Raum für Fußgänger zu schaffen. So viel zur Theorie, aber nun auch ein paar Echtzahlen, die ich im Gepäck dabei habe. Wir haben natürlich auch dazu geforscht und zuletzt ein großes Forschungsprojekt durchgeführt, wo wir mehr als 8000 Menschen aus verschiedenen Ländern befragt haben, wie sie tatsächlich unsere Dienstleistungen und E-Scooter benutzen. Die Ergebnisse zeigen, dass im Durchschnitt jetzt, also heute, ca. 17,3% unserer Tierfahrten Autofahrten ersetzen. In manchen Städten, wie zum Beispiel in Berlin, ist der Anteil sogar noch ein bisschen höher bei 22%. Das mag jetzt im Großen und Ganzen nach nicht so viel klingen, aber wenn wir das einmal hochrechnen, dann haben wir dementsprechend seit unserer Gründung schon bereits über 13 Millionen Autofahrten ersetzt. Und wenn man das nochmal multipliziert mit der Durchschnittsfahrtlänge von 2,5 Kilometern, dann sind wir schon bei über 40 Millionen Kilometer und konnten so den Ausstoß von mehr als 5 Millionen Kilogramm CO2-Emissionen vermeiden. Das finde ich schon auch nicht unerachtlich, vor allem für so eine junge Industrie. Dazu würde ich auch noch gerne hinzufügen, dass wir nicht nur Autofahrten ersetzen, sondern auch eine wichtige First-Last-Mile-Ergänzung zum ÖPNV sind. In einer Studie, die wir jetzt auch zuletzt durchgeführt haben, haben ungefähr ein Viertel unserer Nutzer besagt, dass sie regelmäßig unsere Scooter als Ergänzung zum ÖPNV benutzen. Und ich finde, also in Berlin jedenfalls, ist es auch sehr klar im Stadtbild zu erkennen. Also vor allem hier sieht man an vielen Bahn- und Bushaltestellen eine sehr hochkonzentrierte Ansammlung an E-Scootern und E-Bikes mittlerweile, was auch Zeuge jetzt dieses Statements ist. Mhm. Und genau. Nun ist ja aber auch, also ja, das ist natürlich wünschenswert, dass die E-Scooter die kurzen Autofahrten in den Städten ersetzen. Auf der anderen Seite sind ja die E-Roller nun auch nicht komplett CO2-frei. Und das war eben auch noch ein Kritikpunkt des Bundesumweltamtes, dass die Lebensdauer dieser E-Scooter zu kurz ist, um zu rechtfertigen, dass bei der Produktion der Akkus ja eben auch nochmal CO2-Ausstoß anfällt. Wie möchten Sie dieses Problem angehen und wann können Sie als Unternehmen CO2-neutral arbeiten, ohne dass Sie dabei auf eine Kompensation über Zertifikate zurückgreifen? Ja, ich würde das auch diese Frage in zwei Teilen beantworten. Das erste, also zum Statement kurze Lebensdauer, da muss man auch nochmal sich die Frage stellen, was konkret jetzt mit einer kurzen Lebensdauer gemeint ist. Und das dann auch ganzheitlich aus der Perspektive einer ganzheitlichen Ökobilanz betrachten. Wenn man zum Beispiel annehmen würde, dass die Scooter nur eine Lebensdauer von 6 Monaten haben, was vielleicht bei den anfänglichen Modellen jetzt vor 3 Jahren tatsächlich der Fall war, dann ist das Statement ein berechtigtes Argument. Da sich jetzt aber die neueren Generationen, die neueren Scooter-Modelle sich sehr stark von der ersten Generation unterscheiden und auch mittlerweile tatsächlich eine Lebensdauer von rund 5 Jahren erreichen können, sieht die Ökobilanzierung natürlich ganz anders aus. Und der Unterschied lässt sich vor allem darin sehen, dass die ersten
E-Scooter, die auf den Markt kamen vor 3 Jahren, die waren eigentlich überhaupt nicht für den Sharing-Betrieb ausgerichtet. Also das waren sogenannte Off-the-Shelf-Modelle, die eigentlich für den privaten Nutzen konzipiert waren. Jetzt nach mehreren Runden von Produktiterationen wurden die Scooter immer mehr für den Sharing-Betrieb ausgerichtet, sodass sie auch robuster sind, dass sie besser reparierfähig sind und so weiter und so fort. Und dadurch konnten wir, wie gesagt, diese Lebensdauer erreichen. Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, wie wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren können und auch tatsächlich eine echte, sagen wir mal so, echte Klimaneutralität anstreben können. Das ist eine sehr schwierige Frage und das ist auch etwas, woran wir langfristig arbeiten. Also natürlich als Unternehmen, was sich Nachhaltigkeit als Mission gesetzt hat, arbeiten wir jetzt schon kontinuierlich daran, was unser CO2-Fußabdruck ist und an verschiedenen Emissionsreduzierungsmaßnahmen. Dazu führen wir regelmäßig sogenannte Lifecycle Assessments durch, um die Umweltbilanz unserer E-Scooter zu verstehen, als auch ein jährliches Carbon Accounting, also den globalen Fußabdruck unseres Unternehmens, um zu analysieren, in welchen Bereichen wir Emissionsreduzierungspotenziale sehen, um da dann auch Maßnahmen voranzutreiben. Mhm. In dem Bereich zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren uns vor allem auf Emissionsreduzierungsmaßnahmen im Operations-Bereich und in der Lieferkette, viele Maßnahmen im Operations-Bereich und in der Lieferkette umgesetzt. Also durch Umstellung auf Scooter-Modelle mit austauschbaren Batterien, durch den Einsatz von Elektro-Cargo-Bikes und Elektro-Vans anstatt von Dieselfahrzeugen, durch die Umstellung auf Ökostrom in allen unseren Lagern und durch die Umstellung auf Bahnfracht anstelle von Luftfracht zum Beispiel, um unsere Scooter aus China nach Europa zu bringen. Jetzt natürlich als nächstes stehen bei uns die Emissionen in der Produktion vor allem im Schwerpunkt. Und weil das ungefähr 90% mit 90% den größten Bestandteil unseres CO2-Fußabdrucks abbildet. Konkrete Maßnahmen, an denen wir hier arbeiten, ist der Einsatz zum Beispiel von Sekundärmaterialien wie recyceltes Aluminium sowie die Verlängerung der Lebensdauer unserer E-Scooter durch noch besseres Design. Und durch diese verschiedenen Maßnahmen und die kontinuierliche Verbesserung wollen wir unsere Emissionen auf um 50% reduzieren bis 2030 und langfristig dann nochmal die Klimaneutralität anstreben. Wenn dann die E-Roller hergestellt wurden, dann sollen sie natürlich auch benutzt werden. Und da kommen wir dann zu einem anderen Problem. Und zwar sollen laut Deutschlandfunk rund 400 E-Roller im Rhein liegen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, natürlich auch nicht von Ihnen gewollt. Aber irgendwie muss man natürlich als Unternehmen darauf reagieren. Ja, was können Sie tun dagegen, dass Vandale Scooter ins Wasser werfen, wo natürlich dann auf der einen Seite die Ressourcen verschwendet werden und natürlich auch die Umwelt verschmutzt wird? Das muss man sagen, dass generell sich in Deutschland diese Fälle von Vandalismus sehr in Grenzen halten und die Nutzer und Nutzerinnen grundsätzlich sorgfältig mit unseren E-Scootern umgehen. Wir haben zwar jetzt keine genaue Zahl, aber gehen davon aus, dass weit weniger als 1% aller E-Scooter Straftaten und Vandalismus zum Opfer fallen. Und hier gibt es natürlich auch noch große regionale Unterschiede. Natürlich haben wir auch als Unternehmen, nachdem die ersten Vandalismusfälle aufgetreten sind, haben wir bereits flächendeckende Maßnahmen eingeführt, um den Vandalismus auch einzudämmen. Also zum Beispiel gibt es Diebstahlsicherungen und speziell eingerichtete Parkverbotszonen. Das sehen Sie auch in der App, an Brücken und in Ufernähe, in denen Nutzer und Nutzerinnen ihre Miete von den Scootern gar nicht beenden können, sodass es tatsächlich dadurch nur zu Einzelfällen kommt, dass unsere Scooter in Gewässer geworfen werden. Zudem haben unsere E-Scooter im Vergleich zu anderen Anbietern ein höheres Gewicht und eine Blockierfunktion in den Rädern. Das heißt, wenn der E-Scooter geparkt und nicht genutzt wird, ist es sehr schwierig, ihn hochzuheben und wegzuwerfen, was dann das Schlimmste meistens verhindert.
wenn es dann doch dazu kommen sollte, dass Tier-E-Scooter in einem Fluss oder im See landen, haben wir auch verschiedene Maßnahmen, um da entsprechend sehr schnell zu reagieren. Also unser lokales Team vor Ort bemüht sich immer, die E-Scooter, die im Wasser gelandet sind, möglichst zeitnah zu bergen, sofern das mit ihrer Ausrüstung möglich ist. Und wenn manchmal zusätzlich Hilfe benötigt wird, zum Beispiel entlang der Brücken oder in schwierigeren Gewässern, dann wird auch noch professionelle Unterstützung von Fachfirmen dazugeholt. Gleichzeitig arbeiten wir jetzt auch mit sehr viel Druck und Schnelligkeit an technischen Lösungen, um das GPS-Tracking von den Scootern noch besser ansteuern zu können und noch zeitlicher reagieren zu können bei einem Fall des Vandalismus. Frau Huang, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich hier unseren Fragen gestellt haben und auch sehr interessante Antworten geliefert haben. Ja, vielen Dank. Was denken Sie, der liebe Zuschauer? Was halten Sie von E-Scootern? Helfen die tatsächlich, die Autos fernzuhalten aus den Städten und so die Umwelt und auch die Gesundheit zu schonen? Oder sind die E-Roller tatsächlich Verkehrshindernisse auf den Gehwegen, manchmal sogar eine richtige Gefahr für Fußgänger? Schreiben Sie uns das unten in die Kommentare rein. Abonnieren Sie sehr gerne auch unseren Kanal, dann verpassen Sie nämlich keines unserer weiteren Videos. Damit ist die Zukunftsvisite für heute vorbei. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste, an Aileen Huang und an Patrick Kramer. Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Ja, ich habe zu danken und alles Gute, bis demnächst. Lieber Jochen, es war eine spannende Folge mit dir. Auch vielen Dank nochmal an dich. Vielen Dank, hat mir auch total Spaß gebracht und bis in Kürze. Genau, bis in Kürze, liebe Zuschauer. Bleiben Sie bitte gesund, klicken Sie sich gerne wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.